Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies. Wir haben jetzt ein paar Level bei Nacht und man merkt schon langsam, die Level werden immer länger und ein bisschen komplizierter. Ich musste leider das letzte Mal auch einmal ins Gras beißen und ja, wir haben eine neue Pflanze gekriegt, die Gräber zunichte machen kann, sage ich mal so. Und ja, wir gucken uns einfach direkt das nächste Level an. Wir sind jetzt bei 2.4 und ja, mal sehen, welche Zombies auf uns warten. Oh, Crazy Dave wartet erstmal auf uns. Hey, willst du vielleicht ein extra Samenslot kaufen? Das kostet $750 und du kannst 7 Samen anstatt 6 mitnehmen. Ja, bitteschön. Ah ja, okay, aber hey, wenn du $5000 gesammelt hast, dann verkaufe ich dir ein 8 Samenslot. Na, wie hört sich das für dich an? Oh. Ja, komm mal später vorbei. Guck dir meine Pflanzen an. Okay, wir haben hier unseren Stabhochspringer. Also brauchen wir auf jeden Fall die Sunflower. Unseren Shooter. Walnut und Potato Mine ist nicht schlecht. Gravebuster nehmen wir natürlich mal mit. Ja, dann machen wir es mal so. Ich hoffe, dass das gut... Oh ja, okay, wir haben hier einige Gräber. Dann hoffe ich mal, dass das hier langsam an Fahrt aufnimmt. Die Sunflowers sind ja wirklich, wirklich langsam. Ah, wo kommt der da unten? Sehr gut. So, ich vertraue jetzt mal hier auf die kleinen Pilze. Ich spare ein wenig. Einfach mehr in Sonnenblumen investieren, weil sonst haben wir echt wenig Chancen, wenn gleich die zwei Waves kommen. Das wäre ein bisschen doof. Natürlich habe ich immer noch so ein kleines Backup, aber das wird sonst problematisch. Ist.
So, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Vielleicht auch einfach ein bisschen strategischer als damals. Aber ich verliere hier zwischendurch auch echt Geld, weil ich das nicht so ganz sehe. Weil ich mich hier immer voll drauf konzentriere. Das war ein bisschen zu früh platziert, das war ein bisschen dumm. Manchmal hört man so leichten Trommelwirbel, wenn die Zombies sich auf den Weg machen. Das ist sehr lustig. Was haben wir denn da? Almaniac, was ist das denn? Suburban Almaniac. Ach so, das ist so ein Lexikon über alle Pflanzen und Zombies. Da können wir uns das nämlich einmal kurz angucken. Das sind dann einmal die Pflanzen, die wir bereits haben. Ach süß. Okay, da steht relativ viel über die Pflanzen. Ich glaube, da werde ich mal einen eigenen Part zu machen. Weil da sicher sehr süße Captions zustehen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und dann einmal zurück. Dann gucken wir uns noch die Zombies an. Ja,
Ja, da ist noch Luft nach oben. Das werde ich mal mit der Zeit euch vorstellen. Oh, hast du schon mal ein Spiel gespielt, das heißt Wack a Zombie? Da musst du Squirbos, ja. Ah, kennst du diese kleinen wild gewordenen, die immer so Löcher in deinen Rasen graben? Ja. Und anstelle von, ja, wahrscheinlich sind Squirbos Maulwürfe. Anstelle von Maulwürfen sind das Zombies. Ah ja. Und hier haben wir dafür einen Hammer anstelle einer Schaufel. Und anstelle von mir bist das natürlich du. Das ist ein Minispiel. Okay, hau den Lukas. Bom. Bom-badom. Bau. Dong. Die Minispiele machen echt Spaß. Bom. Da-dan. Dan-dan. Boff. Boff. Doff. Das Geräusch. Puff. Geld. Ist der Gravebuster, wenn man ihn mal braucht. Ich glaube, in den Minigames kann man halt auch sehr gut Münzen sammeln. Aber da werden wir auch noch zukommen. Das ist so lustig einfach. Okay. Okay, die einen, die Doppelding haben, den muss man dann doppelt auf die Rübe kloppen. Ich denke mal, das Ziel wird sein, die ganzen Gräber hier kaputt zu machen. Das war knapp. Ich hoffe, ihr habt da nicht ganz ein Minimaus im Hintergrund gehört. Okay, was haben wir hier? Den Hypno-Shroom. Für den muss man 75 Sonnen hergeben. Und der ist der Magic Mushroom. Ja, der Magic Mushroom in diesem Spiel. Und zwar kann der Zombie soweit hypnotisieren, ich betone hypnotisieren, dass die Zombies sich umdrehen und gegen ihre eigene Gattung kämpfen, also für uns kämpfen. Ja, ich habe ihn selten angewendet, aber ich werde ihn euch auf jeden Fall mindestens jetzt hier einmal in dem Durchlauf zeigen. Oh, wir haben den Footballer dabei. Der Football-Zombie. Okay, man könnte jetzt hier auf die auch draufklicken, anscheinend, seitdem wir diese Enzyklopädie haben. Mache ich aber nicht, um ehrlich zu sein, weil ich sie schon mehr oder weniger kenne. Jetzt nochmal ein Shooter, dann die Kombi habe ich immer gern. Den brauchen wir. Wir nehmen noch den Hypno-Schroom und natürlich den kostenlosen Schumi-Schroom.
Den Puffshroom. So. Am Anfang kann man halt nur total willkürlich platzieren, weil man noch nicht weiß, wo sie sind. Aber dadurch, dass es so schnell auflädt, kann man das auch irgendwie willkürlich platzieren, um ehrlich zu sein. Ja. Nicht zu nah dran, damit man noch genug Zeit hat, den zu kaputt zu machen. Oh, Brains. Da sind sie ganz versessen drauf. Immer sehr in die Sunflowers investieren. Anders lässt sich das nicht spielen. Da muss ich was tun. Nein, nicht der. Der ist ganz schlimm. Der ist echt schlimm. Dann machen wir das mal so. Und hoffen, dass das funktioniert. Ja, isst den ruhig. Finde ich gut. Und am besten immer so ein paar Shooter hinter denen platzieren, falls da die nächsten Ottos kommen. Oh, jetzt habe ich hier zwei Potatoes, ist aber nicht so schlimm. Machen wir mal so. Ich sonst auch noch ein paar ausgraben. Greif mal deine eigene Gattung an. Jo! Das hat ganz gut funktioniert. So, was haben wir? Den Scaredy Shroom. Der ist so ein Langschützen-Shooter, der sich auch vor den
Gegnern verstecken kann, dadurch, dass der wie so eine Haube hat und dann sozusagen in den Boden runtergehen kann. Der kostet auch nur 25 Sonnen. Das werdet ihr gleich sehen können. Werdet ihr gleich sehen können. Ja, gucken wir einfach mal. Natürlich die Sunflower. Dann den Shooter. Die Walnut. Dann. Machen wir es mal so. So, wir haben ja schon unseren ersten. Hier wieder ein bisschen mit den Sonnen. Ja, ich muss jetzt einmal eine neue Sonnenblume kaufen. Der gefällt mir ganz gut, weil er auch so weit schießen kann. Mach's mal so. Damit er endlich da seinen Hut verliert. Wieder guckt der arme Schumi.
So, mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Gleich kommt die Wave. Leid, dass ich manchmal nicht so ganz viel mehr kommentiere, weil ich mich hier konzentriere tatsächlich. So, hoffentlich klappt das. So, hier sieht man halt so ein bisschen den Nachteil, wenn die denn nahe stehen, dann verstecken die sich schon. Eine neue Pflanze, einen Eisshroom. Und zwar, ich weiß nicht, ob das da dann ausgelöst wird, wenn er gefressen wird, oder ob der konstant so eine Freeze-Welle startet. Das weiß ich ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht mehr. Aber der kann kurzfristig Zombies so ein bisschen einfrieren. Das ist recht spannend. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Wenn es dann Ice Ace Baby heißt, mit diesem Ice Shroom, der überhaupt nicht zufrieden aussieht. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.